Willkommen zurück bei Pokémon Feuerrot. Und jedes Mal sage ich den gleichen Text, egal. Und zwar sind wir im Turm unterwegs und wir wissen, dass wir im Turm nicht gegen diese Geister-Pokémon kämpfen können. Wir haben scheinbar etwas draußen vergessen. Wir haben schon mal alle Trainer abarbeitet, das ist schon mal gut. Aber wir müssen jetzt zurückgehen. Oh Mann, das wird richtig nervig. Weil wir ja quasi die ganzen... Och nö, immer werden Geister kommen. Ich kann hier meine Pokémon heilen. Das ist auch Wurst wie Salat mit Bananengeschmack, denn... wir müssen eh hier raus. Ich könnte ein Fluchtseil benutzen. Dann sind wir schneller hier raus. Oh, da komme ich gar nicht lang. Ja, wir benutzen, glaube ich, ein Fluchtseil. Das geht mir gerade nämlich sehr auf die Eier, dass die ganze Zeit die Leute hier kommen. Wir haben ja genug. Beutel. Wo ist das Fluchtseil? Angel, Fahrrad? Nein, hier. Da. Wir haben drei Stück, das heißt, wir nehmen eins. Lars, setz Fluchtseil ein. Wow, wir benutzen einfach weg. Aus dem Turm sind wir raus. Müssen jetzt quasi noch hier etwas machen, damit wir die Geister fangen können, denn wir haben da scheinbar etwas übersehen. Erstmal gehen wir in den Poké-Center, damit wir unsere Pokémon heilen, aber unser Tauboga hat auf jeden Fall ein paar Level gut gemacht. Willkommen im Pokémon-Center. Okay, nehmt das hier. Einen Moment, dankeschön. Was haben wir hier? Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Wir haben doch eigentlich alle Sachen schon erforscht, beziehungsweise uns alle schon angeschaut. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Tragosso vergeblich versuchte, den Team Rocket zu entkommen. Was hat der zu sagen? Tragosso tragen, ja, bla bla bla. Kann man für Geld bezahlen, alles klar. Aber wir haben gesagt, wir haben irgendwas übersehen. Da waren wir doch überall drin. Letzte Folge, das weiß ich doch noch. Da waren wir überall drin. Vielleicht müssen wir erstmal hier links weiter oder so, damit wir im... Nee. Ich will gerne im Turm jetzt rein und ein paar Pokémon fangen. Aber ich sehe die nicht. Was hat der zu sagen? Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Ach, das war die. Geht's hier vielleicht noch irgendwo hoch? Habe ich das übersehen? War da eine Treppe irgendwo? Nein. Keine Treppe? Vielleicht hier runter? Das sieht doch verdächtig aus. Route 12. Route 12? Route 12? Route 12? Was ist Route 12? Was steht hier? Route 12! Norden, Lavandia. Lavandia? Ja, Lavandia. Lass mich raten, du bist durstig und du lässt mich nicht vorbei. Ich kann vorbei, das gibt's ja gar nicht. Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Die Aussicht ist wundertoll. Wunderschön, was haben wir hier? Hallo. Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir dieses, TM. Ich benötige sie nicht länger. Lars erhält TM27. Lars packt TM27 in Box. TM27 ist Rückkehr. Behandelst du deine Pokémon gut, geben sie Liebe zurück, indem sie sich im Kampf besonders anstrengen. Ja, ich glaube, das... kann ich hier durchgucken? Du schaust durch das Fernrohr. Du siehst einen angelnden Mann. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja unglaublich hier, diese Aussicht. Du schaust durch das Fernrohr. Du siehst einen Pokémon-Turm. Wow. Also diese Special-Effekte hier ist ja unglaublich. Wir haben irgendwas übersehen. Wir müssen... Trainer? Trainer? Cool. Mir ist etwas ins Netz gegangen. Okay. Oh, Level 22 Goldini. Flügelschlag! Goldini! Du musst sterben! Gegen Goldini haben wir auch noch nicht gekämpft. Goldini wurde besiegt. Tauboga erhält 522 Erfahrungspunkte. Das heißt, es wird Quapsel. Habe ich auch noch nicht gesehen. Kämpfen wir gegen einen Quapsel. Das ist ein cooles Pokémon. Das gefällt mir. Aquaknarre. Oh. Macht gar nicht so viel Damage. Stufe 22. Bam. Goldini wird in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Nein, unser Tauboga kann ruhig weiter Level bekommen. Beziehungsweise Erfahrungspunkte. Da habe ich nichts gegen, meine Freunde. Tauboga 6 an den ersten Flügelschlag. Der Angler wurde besiegt. Arthur der Angler. Aber ich glaube nicht, dass wir hier weitergehen müssen. Das ist irgendwie schon die falsche Richtung. Hier sind überall Angler und so. Ne, hier müssen wir nicht weiter. Wir müssen irgendwo anders hin, um noch was rauszufinden, damit wir was in den, damit wir in den Turm können und dort die Geister-Pokémon fangen können. Hier sind wir falsch. Nochmal zurück. Ich habe doch nichts übersehen. Im Markt, war im Markt irgendjemand, mit dem ich sprechen muss? Lalala, hallo. Manchmal fordert dich ein Trainer-Duo mit zwei Pokémon zum Kampf heraus. In diesem Fall musst du auch zwei Pokémon in den Kampf schicken. Habe ich noch nie gemacht, gegen zwei gekämpft. Was sagt der? Ich suche nach Items, die die Fähigkeit meiner Pokémon während des Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Special. Weißt du, wo ich sie kaufen kann?
Keine Ahnung, ich habe sowas gefunden. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegte Pokémon wieder in Kraft geben. Ja, das weiß ich, mein Freund. Das weiß ich. So einen habe ich auch. Ja, sowas habe ich. Was hat der zu sagen? Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Das weiß ich jetzt auch schon. Ich habe doch hier mit jedem geredet. Habe ich hier oben jemanden übersehen? Nein. Was war der? Das war ein Trainer, ne? Ich nehme dir übel, dass du mich besiegt hast, genau. War hier links noch jemand? Oh, gegen den haben wir gleich gekämpft. Ah, die Bergluft ist hier so wunderbar erfrischend. Ja, lass mich raten. Kleinstein. Nein, ein Onix. Wechseln wir auf unser Wasser-Pokémon, auf unser Shillock. Shillock, komm. Zeig, was du kannst, Shillock. Zeig uns deine Aquaknarre. Bam, One-Hit. Sehr effektiv. Onix wurde besiegt. Tauboga erhält 219 Erfahrungspunkte. Shillock erhält 219 Erfahrungspunkte. Als nächstes wird Georock von Wanderer Heimke. Willst du wechseln? Nein. Denn ein Georock wird auch mit einer Aquaknarre one-hitted. Bam, in your face. Wurde besiegt. Bla bla blub. Ich bin so toll, du nicht und du bist tot. Mal gucken jetzt, ob wir hier irgendwo was vergessen haben. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Ich fürchte mich vom vielen Wandern. Was? Achso, ich fürchte mich. Ich fühle mich. Ich bin ganz einfach noch beim Turm, deswegen denke ich an den Geisterturm wegen Fürchten. Ja. Tauboga gegen Taubsi. Wer gewinnt? Ich denke mal, das weiterentwickelte Pokémon und zwar ein Tauboga. Als letztes wird noch ein Tauboga in den Kampf geschickt. Tauboga gegen Tauboga. Was tippt die? Wer gewinnt? Ich tippe auf Tauboga. Boom. Erreicht Level 31. Toll. Ich bin fit oder nicht fit. Hier ist noch ein Trainer, gegen den kämpfen wir auch noch. Ja, komm, dreh dich nicht um. Hahaha, ich bin so dick und habe Stein-Pokémon. Denn ich werde dich besiegen. Lass mich raten. Ein Kleinstein. Jawoll. Haben wir lange nicht mehr gehabt, unser Kleinstein. Und wir kennen noch die Folge mit den ganzen Kleinsteins. Deswegen sollte auf jeden Fall in dieser Folge auch noch ein Kleinstein kommen. Und hier ist es. Stand da gerade Elektrizität oder so ein Scheiß? Ach, ist mir auch egal. Schlock setzt Aquaknarre rein. Und es regnet Regentropfen. Und das Kleinstein wurde besiegt. Das ist sehr effektiv. Das hätten wir nicht erwartet. Kleinstein wurde besiegt. Tauboga erhält 193 Erfahrungspunkte. Als erstes wird Onix in den Kampf geschickt. Möchtest du wechseln? Nein! Denn ein Onix wird auch gewonnen-hitted. Das ist sehr effektiv. Shillock erhält 406 Erfahrungspunkte. Hahaha, halt die Schnauze. Du bist nur ein verfluchter Scheiß-Wanderer. Du interessierst mich nicht. So, jetzt gehen wir einfach mal hier weiter. Vielleicht müssen wir doch hier irgendwo lang. Sind das auch alles Trainer? Yep, alles Trainer. Überall Trainer. Welches Pokémon ist süß? Pummelig und kuschelig. Ein Pummeluff? Oh ja, nein. Oder ein Piepsi. Aua. Aua. Ja, noch mehr Hitten. Hallo. Fünfmal getroffen. OP. Dafür bist du jetzt tot. Piepsi, tschüss, Piepsi. Konnte nicht Piepsi singen oder wer war das? Wer hat mir den Kampf geschickt? Ach, noch ein Piepsi, komm. Wieder zehnmal getroffen, egal, Piepsi, geh weg. Lass mich in Ruhe, Piepsi. Hier haben wir einen alten Mann, gegen den können wir auch kämpfen oder was? Gegen einen alten Mann kämpfen? Wow. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler, ja. Oh, ein anderes Bild, das gibt's ja gar nicht. Was hat der denn da? So ein Hütchenspiel oder was? Das ist einfach ein Feuer-Pokémon, das gibt's ja gar nicht. Deswegen wechseln wir auf unser Wasser-Pokémon. Wechseln wir! Und wir machen eine Aquaknarre. Das gibt's ja gar nicht. Und noch ein Feuer-Pokémon. Komm, du Feuer-Pokémon. Oh, ein süßes Pokémon. Ein Vulpix. Oh, ist das süß. Ich muss dich jetzt töten. Ich muss deinen Kopf abtrennen und in deinem Blut baden. Aber ich töte dich. Shillock erreicht Level 35. Spieler besiegt Spieler Rick. Sehr gut. Spieler besiegt Rick. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Der hat sehr viel Geld gegeben. Und hier haben wir eine Möglichkeit, unseren Zerschneider einzusetzen. Zerschneider Mirabla. Und hier haben wir bestimmt Pokémon, die wir fangen können. Neue Pokémon. Ich sehe es doch. Oder auch nicht. Nein. Eben einmal durchlaufen, ob wir noch irgendwas Brauchbares hier haben. Ein Retter, ne? Irgendwie nur Scheiß-Pokémon. Was sind das eigentlich für Drecks-Pokémon? Mann, 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 ja, Zerschneider, bla 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 bla. Wir sind durch. Oh, da fährt jemand mit einem Fahrrad. Hallo, bleib stehen. Mach den Weg frei oder ich überfahre dich. Oh, einer mit einem Fahrrad kämpft gegen uns. Das ist gar kein Fahrrad, das ist ein Motorrad. Okay. Slimer wird in den Kampf geschickt. Cool.
Ein Volltreffer. Tauboga erhält noch mehr Erfahrung. Es wird noch ein Schleimer in den Kampf geschickt. Das wird unser Tauboga hoffentlich auch noch schaffen. Ich denke mal, doch den Trainer schafft unser Tauboga noch. Tauboga, ich vertraue dir, das wirst du schaffen. Flügelschlag. Bitch. Slimer. Nein. Geht daneben. Jawohl, Slimer. Du bist so ein schleimiges, ekliges Pokémon. Ich töte dich. Jawohl. Passt natürlich zu diesem Biker. Der ist auch so schleimig. Tauboga wurde nicht besiegt, sondern hat ihn besiegt. Du hast es drauf, Kitty. Nennt er mich hier ein Kitty. Geh weg mit deinem Ding da. Hier sind... was zur Hölle? Wie viele Trainer sind da denn? Da muss ich auch noch irgendwann lang, aber ich habe gerade keine Lust. Ich möchte gerne erstmal erfahren, wo nun endlich hier es weitergeht. Oh, was haben wir hier? Tunnelfahrt Prismania City zu Lavandia. Habe ich jetzt etwas übersehen oder ist es so normal, dass ich ganz einfach das übersehen muss, beziehungsweise muss ich erst irgendwo anders hin oder muss ich irgendwas machen, halt bevor ich in den Turm rein kann? Na klar muss ich das machen, aber habe ich quasi gerade was vergessen? Das ist die Frage. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist gesperrt. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Geh mal mit dem Halt, stopp. Ich könnte natürlich jetzt durch den Tunnel gehen. Das ist bestimmt auch ein Trainer. Ist es ein Trainer oder ist es wieder einer von Professor Eichel? Was steht hier? Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Ich liebe es einzukaufen. So, bist du ein Trainer? Ja, bist kein Professor Eichel Assistent. Oh, von einem Streber. Streber Dario. Ich wollte schon Darius lesen. Ein Voltoball. Das ist ja unfassbar. Nicht sehr effektiv. Wechseln. Georock, zeig, was du kannst. Zeig uns deine Intensität. Bam! Das ist sehr effektiv, sehr toll. Georock erreicht Level 28, ist auch sehr gut. Als nächstes wird Smogon in den Kampf geschickt. Ich möchte nicht wechseln, denn ich denke mal, dass unser... Obwohl, Intensität kann ich nicht machen. Doch, kann ich, glaube ich, oder? Nein, er schwebt. Er schwebt, das kann ich nicht machen. Tackle geht aber. Georock wurde vergiftet. Konnten Stein-Pokémon vergiftet werden? Wusste ich gar nicht. Dann ist er auch weg. Voltoball, nein, wechseln wir nicht. Gegen Voltoball können wir natürlich wieder eine Intensität machen. Die sollte sehr effektiv sein. Sollte eigentlich auch One-Hit normalerweise. Natürlich. Sehr schön. Magnetilo. Müssen wir einen Steinhagel machen. Bam, ist nicht sehr effektiv. Hab ihn trotzdem gewone-hittet. Aua. Eine Kernschmelze. Lars gewinnt 480 Money. So. Jetzt wird natürlich unser Georock, denke ich mal, verrecken. Ist es auch ein Trainer hier? Okay. Die Spiele mögen beginnen. Ich denke immer, diese alten Leute sind einfach nur ganz normale. Beziehungsweise nicht ganz normale, sondern halt alte Männer. Denke ich immer daran, dass es irgendwelche sind, die einfach Informationen für uns haben. Wir nehmen mal unser Shilock. Obwohl, unser Diktri müssen auch mal wieder Level. Ist nur Stufe 30. Das ist nicht sehr effektiv. Setzen wir mal einen Schaufler ein. Blub. Geht daneben. Schaufler, One-Hit, schön. Unser Diktri müssen wir auch wieder leveln. Sehe ich gerade. Habe ich schon gesagt, aber ich sag's nochmal. Noch ein Schaufler. Bla, 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 bla. Schaufler in your face. Du bist auch tot. Quaputzi wieder in den Kampf geschickt. Die Weiterentwicklung. Den werden wir auch töten mit einem Schaufler. Natürlich ein Volltreffer. Wurde besiegt. Diktri erhält 600 Erfahrung. Knapp vorbei. Ist auch daneben. Natürlich war das knapp. Auf jeden Fall gibt er immer gut Geld. Dadurch, dass er ein Glücksspieler ist, hat er genug Geld. Aber... Gehen wir mal wieder hier lang. Machen hier den Zerschneider. Genau. Und laufen mal durch hier. Und begeben uns Richtung Pokémon Center, bevor unsere Pokémon alle an Gift verrecken. Und werden dann einfach mal oben schauen, ob wir da irgendwas übersehen haben. Bei den ganzen Trainern. Ich denke doch mal, dass irgendwas ist. Oder wir müssen unten lang bei den Anglern, aber das glaube ich auch nicht. Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Links oder rechts. Oder ob wir was übersehen haben. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall heilen wir jetzt die Pokémon und beenden hiermit den Part. Und vielleicht gibt ihr mir ja sogar Tipps und ich weiß, wo ich hin muss, damit ich quasi... Oder ich habe vielleicht auch was im Turm übersehen, das kann auch sein. Dass im Turm irgendwas versteckt ist, damit ich gegen die Geister kämpfen muss. Oder ist es einfach sowas von einfach, wie ich gegen diese kämpfen muss? Ich weiß es nicht. Ist schon länger her, wo ich dieses Spiel gespielt habe, beziehungsweise Feuerrot ist ja eigentlich ein Remake von den älteren Versionen. Ich habe wirklich nur Pokémon, die
schwarz-weißen Sachen gespielt. Und zwar Pokémon Blau habe ich gespielt. Mehr nicht. Naja, das war's für heute mit Pokémon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewertet, kommentiert und weiterleitet. Ich bin der Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.